Moin Leute und willkommen zurück zu Enderal. In der letzten Folge haben wir nicht hier aufgehört, keine Sorge, da waren wir mit Esme bei der komischen Bude da von dem Dalmerser. Und in der Zwischenzeit habe ich ein bisschen was gemacht und ich muss auch ehrlich gestehen, seitdem ich die letzten Bücherfolgen aufgenommen habe, habe ich hier ein bisschen Probleme mit dem Phasmalistentisch. Also ihr seht ja, der steht hier noch. Aber ja, er ist unsichtbar und ja, keine Ahnung, warum das jetzt hier ein Problem ist. Jedenfalls habe ich schon alles Mögliche versucht, neu laden, zigmal andere Speicherstände. Keine Ahnung, der Tisch ist auf jeden Fall weg und das betrifft auch komischerweise nur den, ja, Phasmalistentisch. Okay. Ihr seht ja. Der ist jetzt. Wurde zwar irgendwie angezeigt, dann aber irgendwie doch nicht. Ja. Keine Ahnung. Boah, ich muss jetzt auch echt hart überlegen, wie das nochmal war hier mit dem. Ich weiß nicht mehr, wie man den hinstellt. Ich mach das leider nicht so oft. Ah, okay, lange drücken war das. Kommt, wir sehen uns um. Ja, ihr seht ja, ne? Im Manipulationsmodus oder Move-Modus, da ist er da, der Tisch, ne? Hier seht ihr ja, der wird ja auch angezeigt, aber sobald ich den platziere, ist er weg. Also keine Ahnung, was das für ein komischer Fasching ist. Das ist natürlich auch nicht das, was ich euch zeigen wollte. Ich will damit jetzt auch nicht weite Zeit verschwenden. Ich habe in der Zwischenzeit ein bisschen was gemacht. Ich muss einmal reingucken, ob ich... Nö, habe ich nicht. Und zwar, ja, hier ist unser kleiner Sternlingsnavigator. Wie ihr seht, habe ich den einmal komplett ausgerüstet. Der trägt jetzt ein komplettes, jetzt bin ich hier ganz durcheinander. Der trägt jetzt ein komplettes Set des Tribunals, noch einen Ring. Ja, ich habe ihm ein paar Zauber gegeben. Sehr geil, also seht ihr ja, richtig cool. Und dann habe ich noch ein paar andere Sachen vorbereitet. Und zwar hatten wir ja diverse Baupläne gefunden. Und ein paar Sachen davon können wir auch schon bauen. Ich kann's immer noch nicht glauben, dass dieser Koarek einfach so mit und seinen Schiffen zwar, mit dem hier, Set von konnte. Inodan. Inodans Erbe, Inodans Spuren und Inodans wachendes Auge. Das ist schwere Rüstung für einen Magier. Wir können die Dinge ja mal erschaffen. Die anderen Sachen müssten wir schon haben, wenn ich mich recht erinnere. Was wir auch machen können, ist den Knochenbogen. Dafür brauchten wir den mächtigen Myradenknochen. Den habe ich ja bekommen, als wir den großen Myraden in der Pulverwüste erledigt haben. Wir haben auch noch einen weiteren Bauplan gefunden und oder beziehungsweise den habe ich geklaut bei dem Sternling Dal Terovin. Perfektes Thoriumschwert, dafür fehlen uns aber noch, also nicht die Smaragde und auch nicht die Thoriumbarren, sondern ein magischer Thoriumbarren. Den habe ich noch nicht gefunden, deswegen können wir das nicht bauen. Der Grund, weswegen ich auch hier diesen Meisterhelm oder den Helm vom Meisterschmied anhatte, weil da war eine gewisse Handwerkskunst-Punktzahl Voraussetzung. Deswegen musste ich das mal eben machen. So. Ja, ich würde sagen, wir gucken uns das Set mal an, wie das aussieht. Und ich muss sagen, ganz ehrlich, also es sieht mega geil aus. Also die Kutte, den Helm
Zwei Namen für das. Und die Handschuhe, die Stiefel haben wir noch nicht gefunden. Also ich nehme mal an, dass das wieder ein 4er-Set ist. Vielleicht ist es sogar ein 5er-Set. Ne? Also, ach so, nee, doch nicht. Die Handschuhe fehlten uns, aber die Schuhe haben wir. Also wir haben die Schuhe und das Teil, dann sind das die Handschuhe, welche noch andere sind. Und ja, mega geil. Schade, dass ich keine leichte, keine schwere Rüstung geskillt habe. Ansonsten wäre das, glaube ich, auch mega geil. Und dann gucken wir uns nochmal den Knochenbogen an. Ich habe Bücher, Schriftrollen, Tränke. Ja, da kann man jetzt gar nicht so viel sehen von dem Teil. Ich habe auch keine Pfeile jetzt. Ja, hier kann man den so ein bisschen sehen. Aber der macht auf jeden Fall gut Schaden, ne? 35, das ist echt schon ganz schön viel, muss ich sagen. Und ja, ihn habe ich auch ausgerüstet, den Sternlingsnavigator. Ja, das waren so die Sachen, die ich euch zeigen wollte. Und dann machen wir hier natürlich mit Esme jetzt weiter. Und ja, wie gesagt, mit dem Phasmalistentisch, da muss ich mich dann mal drum kümmern. Ja, was wir da jetzt gegen tun können. Ich habe da jetzt erstmal so keine Idee. Vielleicht ist es nur ein kurzer Bug. Ja, wenn das länger andauert, dann muss ich mir da nochmal was überlegen. Vielleicht erübrigt sich das aber auch und das behebt sich von alleine. Das wäre natürlich das Beste. So, ich hatte, glaube ich, den immer noch angelegt. Ja. Wir machen mit dem Sternlingsnavigator weiter. Ich habe natürlich Simael trotzdem noch ausgerüstet und auch unseren erstarten. Ich werde es jetzt aber so machen, dass ich nur noch die Talismane Stufe 5 jetzt komplett ausrüste, weil ich habe einfach zu wenig Kutten, also Rüstungssets, um da wirklich jede einzelne jetzt jede einzelne Seele jetzt ausrüsten zu können. Ja, das sind noch hier die Sachen, die ich für die Baupläne und die also für Inodans Erbe und hier den Knochenbogen und so weiter brauchte und halt auch für das Ausrüsten von unserem Sternlingsnavigator. Da kommt immer einiges zusammen. Ich musste auch noch mal auf Seelenfang gehen und da noch einiges machen. So, jetzt gucke ich mal. Der Phasmalistentisch. Wie viel der wiegt. Ansonsten, okay, der hat kein Gewicht, dann würde ich den erstmal mitnehmen. Und dann so lange dann so, dann liegen die erstmal auf dem Tisch. Weil das stört mich hier, wenn ich das nicht sehe, wo das ich kann ihn auch hier hinstellen, dann steht der nicht so im Weg. Das machen wir mal eben. Oh, das ist ungefähr so. So hin. Ich hoffe mal. So. Nee, lol. Jetzt geht das wieder? Ach. Vielleicht liegt das auch an Esme, weil die dabei ist. Das kann natürlich sein. Die hatte sich da auch immer so ein bisschen reingeglitscht. Okay, Leute, ja gut, dann soll das erstmal so sein. Der Grund, warum der hier vorne stand. Ah, nee, guck mal, jetzt ist er wieder weg. Ah, das weiß ich nicht, was das für ein komischer Bug ist. Na gut, aber dann weiß ich, dass er hier nicht im Weg steht. Der Grund, warum der hier vorne stand, war ja, dass ich mich dann immer umdrehen konnte, weil die Sachen, die in der Truhe sind, was man da alles braucht, das ganze Knochenmehl und Ektoplasma und, das ist ja so viel. Und dann ist es halt immer schwer und dann kriegt man das nicht gebacken. So, die ersten 10 Minuten habe ich erfolgreich nur mit Rumlabern und Quatschen rumgebracht. Das ist ja auch ein neuer Rekord fast. Aber ja, das soll nicht unser Problem sein. Ich mache einfach ein bisschen länger. Dann heute Krieg vor unserer Haustür.
Ja, es geht doch alles den Bach runter. So, das war ja hier. Und genau, ja, hier war ja noch die geile Situation mit dem Typen, den wir da noch reingelassen haben. Und ich muss sagen, ich finde es immer noch total lustig. Sie fand das natürlich absolut befremdlich, was ja auch nachvollziehbar ist. Ich meine, nur weil er nicht da ist, kann man ja nicht einfach irgendwelche Leute in die Hütte lassen. Das sehe ich ja auch ein, aber ich fand es einfach zu lustig. Deswegen lasse ich es jetzt auch so. Es war jetzt halt einfach so meine Entscheidung. Duncan, viel Spaß beim Ausräumen. Und wir müssen jetzt... Oh Gott, es war hier rum, ne? Kann das sein? Hier ist ein ganz komisches Licht in der Hütte. Ah, da bin ich ehrlich. Das habe ich jetzt vergessen. Ach, guck mal, hier ist noch ein... Malachitbahn, die nehme ich natürlich gerne mit. Das wollte ich mir noch aufgeschrieben haben, dass ich hier nicht das Magierlicht benutze, weil ich finde, das Licht macht es noch schlimmer. Aber da muss ich ehrlich gestehen, das habe ich vergessen, weil zwischen der letzten Aufnahme und dieser hier sind, ich glaube, 2 Wochen vergangen. Und normalerweise mache ich mir ja immer Notizen. Das habe ich beim letzten Mal aber tatsächlich vergessen. Ich meine, ich habe mich hier schon umgesehen. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier schnell ein Bett finde, dass hier dieser Zauber weggeht. Weiß ich gar nicht, waren die oben, die Betten? Ja. Na was? Ich kann hier nicht pennen? Oh, ernsthaft jetzt? Ey. Alter. Den Scheiß zurück, Mann. Tja, schade, Leute. Der Trick klappt also nicht. Ist auch so eine merkwürdige Musik hier. Danke. Hier war ja nichts weiter, ne? Oh, ich dreh ab, ey. Sorry, Leute. Oh, ey, die Folge, ne? Ist eigentlich schon wieder was für die Tonne. Aber ich will sie jetzt auch nicht löschen. Es tut mir wirklich leid. Wir müssen nochmal hier versuchen mit dem Schlafen. Nehme an, im Bett ging das nicht. Ja, hier den komischen Stuhl. Ja, da weiß ich nicht, wie man die Sachen... Kommt, wir sehen uns um. Deplatziert. Also, keine Ahnung, wenn ihr da einen Tipp habt, schreibt mir das gerne in die Kommentare, wie man das umräumen kann. Weil ich meine, mir hatte auch jemand geschrieben, dass der so ein Haus gebaut hat, wo er alles voller Pflanzen hatte Alter, was ist mit dem Spiel denn jetzt, ey? Habt ihr das gerade gesehen? Alter Schwede, ey. Naja, also in meinem System liegt's nicht. Da ist alles stable. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Ach ja, genau. Jemand hatte mir erzählt, der hat ein Haus irgendwie eingerichtet. Wo er nur die Pflanzen und die ganzen, Insekten und Schmetterlinge und so weiter im Glas aufgestellt hat. Und das sieht wohl aus wie so ein Insektarium. Oder so, ja, so ein Terrarium ja nicht. Ich glaube, das heißt Insektarium oder so. Und ja, geil. Das hätte ich natürlich auch gerne gebaut, aber hey, no way. Keine Ahnung, wie das funktioniert. So. Wir benutzen hier also kein Magierlicht. Eine Fackel. Ja, hätte ich besorgen können. Wollte ich jetzt aber nicht. Genau, hier ging es links und rechts rum. Ich würde sagen, wir gehen mal direkt links rum. Ich mache schon mal ein Save. Leute, mystisches Symbol. Oh, geil. 9 von 15. Hammer. Richtig geil. Das geht ja echt gut los hier in der Bude. Verbranntes Buch. Alter. Was
ist mit dem Spiel heute? Ey, wir quatschen sie auch gleich nochmal an. Ich hatte das schon gesehen, dass da noch ein paar weitere Optionen sind. Warte mal, ging das da hinten noch weiter? Nee, ne? Das ist hier nur hinter dem anderen Fass, ne? Ja. Boah, ich hoffe, das Spiel, das schmiert mir nicht noch irgendwie ab. Vielleicht war das auch nicht vorgesehen, dass man mit Esme nochmal in die eigene Bude geht oder so. Ich mache hier sicherheitshalber nochmal einen anderen Safe. So. Jetzt ist die weg. Ah, das muss irgendwas mit Esme zu tun haben. Kommt, wir sehen uns um. Wie war das Leben als Spielmannsfrau? Hm. Wie soll es gewesen sein? Anstrengend, manchmal schwierig. Aber es hat auch seine schönen Seiten gehabt. Man ist immer in Bewegung. Ich glaube, ich hatte als siebenjähriges Kind bereits mehr von der Welt gesehen, als manch andere ihr ganzes Leben lang. Das stimmt. Wegen Tara? Hm? Wie lange wart ihr beide Gefährtinnen? 8 Jahre. Lange Zeit, ich weiß. Hm, das stimmt. Eure Trennung, wie ist es denn dazu gekommen? Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich darüber reden will. Ein andermal vielleicht. Okay. Gut. Ich bin mal gespannt, wie der Typ im Kampf ist. Gut, dann machen wir hier weiter. Ah, es könnte... Das könnte tatsächlich sein, dass das... Bereite mich schon mal vor. Ich weiß nicht, ich habe hier ein ungutes Gefühl, dass das an Tara irgendwie liegt. Ah! Heilige Scheiße! Phasmalistischer Wächter, alter Schwede! Was war das? Ja, die sieht man nur ganz schwach hier. Also hier steht sie. Sieht mir nach einer Erscheinung aus, Phasmalismus. Ja, da können wir ein Lied von singen. Oh, dann war Dalmersa Arkanist? Hm. Na, das glaube ich nicht. Aber was zum Henker ist das hier? Sieht aus wie eine Art Schrein. Ja, ich glaube, die meint das da hinten. Schrein? Das gefällt mir nicht. Okay. Oh, krass, hier habe ich total... Nein! Ich Idiot! Oh, Leute, ey. Es gibt's doch nicht. Ich wollte speichern und bin auf Neuladen, also auf den letzten Schnellspeichern-Ladenpunkt gekommen. Oh, es tut mir leid. Kommt. Haben wir das jetzt noch gefragt? Ja, ich glaube schon. Ich weiß nicht mehr, weil ich hier gespeichert habe. Das hatten wir eingesammelt. Ja gut, denn, ja, tut mir leid, Leute, jetzt müssen wir es leider nochmal erleben. Ich mach mal nur eine Funzel an hier. Vielleicht ist das hier unten doch ein bisschen besser. Weil in dem anderen Raum gerade hat man echt wenig gesehen, muss ich sagen. Boah, es tut mir leid, Leute, das ist, also... Ich weiß nicht, ob das heute wieder ein guter Tag zum Aufnehmen ist. So, hier kommt er ja jetzt. Da. Was zum? Ich hab mich so erschrocken vor dem Harry. Oh, die hat ein bisschen was abgekriegt. So. Was war das? Ja, ne? Phasmalismus. Oh, dann war Dalmersa Arkanist? Hm. Aber was zum Henker ist das hier? Ja, ein Schrein, ne? Schrein. Das gefällt mir nicht. Nee, unheimlich, ne? Ja, hast du gut gemacht. Und ihr habt gesehen, der hat ein paar Entropiezauber auch. Ich glaube, Totenfunke oder sowas. Und das hat der auch eingesetzt. Ich hatte dann nochmal beobachtet, wie viel Schaden er genommen hat. Keinen tatsächlich. Das kann aber eigentlich nur daran liegen, dass er dann den anderen Typen da nicht getroffen hat. Weil normalerweise... Normalerweise... kostet das immer Lebensenergie, die Entropiezauber. Okay, der hinterlässt nichts anscheinend.
Ich meine, hier hatten wir den ja abgeschossen. So, ich mache jetzt hier ein Save. Untersuchen. Ei. Und? Was sagst du? Sie ist wunderschön. Ja, das ist sie. Und ihr meintet, es gibt noch andere? Wie viele sind wir insgesamt? Und werden sie auch hierher kommen? 7. Es müssen immer 7 sein. Und nein, werden sie nicht. Wir werden sie auf der Burg treffen. Burg? Hm. Du hast Angst, was? Ich? Nein. Falls es dich tröstet, ich hatte sie auch. Und manchmal habe ich sie immer noch. Selbst jetzt, nach 7 Jahren. Und weißt du, was mir in solchen Momenten Halt gibt? Was? Der Gedanke an die Sinnlosigkeit meines Lebens, bevor sie mir erschienen ist. Und die Perspektive, dass wir dieses eine Mal die Möglichkeit haben, etwas Sinnvolles zu tun. Etwas Echtes. Oha, alles klar, Leute. Ja, wir hatten wieder... Wir hatten wieder eine Vision. Und... Das ist alles Clown hier mit den Malfasblüten. Naja, ich lasse das mal. Ist hier hinter noch was? Nee. Tja, weiß ich nicht, ob das so eine Art Kult war oder was? Jedenfalls haben die da irgendwas Komisches gemacht. Naja. So, dann quatschen wir sie Komischer mal an. Komischer Ort, wirklich. Spürt ihr dieses Kribbeln? Oh, da läuft es mir kalt den Rücken runter. Ja, ist doch dünn angezogen, ne? Esme von der Vision erzählen, ich habe wieder etwas gesehen. Etwas Echtes? Das hat er wirklich gesagt? Ja. Ach, Tara. Genau diese Formulierung hat sie auch einmal verwendet. Ich erinnere mich noch gut daran. Ich bin mitten in der Nacht aufgewacht und das Bett neben mir war leer. Sie saß dann draußen in eine Decke gewickelt und hat in den Himmel gesehen. Ich habe mich neben sie gesetzt und wir haben angefangen, uns zu unterhalten. Irgendwann meinte sie dann, das Schlimmste sind eigentlich diese Momente, in denen sich alles so sinnlos anfühlt. In denen ich mich frage, warum ich überhaupt existiere. Okay, habt ihr je versucht, einen Heiler aufzusuchen wegen der Schwermut? Das hatte ich auch öfters vorgeschlagen. Aber sie meinte, das wäre sinnlos. Dass dieser Nebel Teil von ihr sei und sich ebenso wenig heilen ließe wie ihre Haut oder ihre Augenfarbe. Und dann? Jedenfalls meinte sie dann, als wir wieder im Bett lagen, dass sie sich nach etwas Echtem sehnt. Etwas, das allem Bedeutung gibt und ihr zeigt, dass sie nicht nur eine Laune der Natur ist. Und dieses Echte hat sie gehofft, hier zu finden, bei Dalmersa und dieser seltsamen Frau. Ja, vermutlich. Wow. Ihr meintet doch, dass Dalmersa eine Burg erwähnt hat oder eine Art Treffpunkt. Das heißt, wenn wir herausfinden, von welcher Burg er gesprochen hat, könnten wir auch Tara finden. Los, suchen wir weiter. Ja, Burgen gibt's hier viele, ne? Das ist ein bisschen schwierig, ne? Ja, ich glaube, sonst ist hier nichts weiter. Gucken, was im Questjournal steht. Esma hat einen Schlüssel. Das ist geil. Esma hat einen Schlüssel zum Anwesen von Dalmersa gefunden. Duncan bestand darauf, mit uns hineinzugehen. Solange er uns nicht von unserer Aufgabe abhält, sollte dies kein Problem darstellen. Wir werden das Haus nach Hinweisen über Taras Verbleib durchsuchen. Ja, wir müssen das Anwesen jetzt nochmal durchsuchen. Ich nehme mal erstmal nur mal wieder das normale Licht. Nicht das Doppelte. Das normale, das scheint nicht ganz so lange. Tja, müssen wir wohl wieder nach oben gehen. Ich denke mal, hier unten werden wir nichts finden. Questmarker zeigt dahin. Oh, der Duncan ist weg. Der stand doch sonst immer hier, oder? Müssen wir nach oben? Kann das sein? Nee.
wo ist der Questmarker denn jetzt hin? Bin ich bescheuert oder was? Scheiß gruselige Musik hier. Aber das waren doch alles nur leere Pergamente hier, ne? Guck mal, jetzt ist der Questmarker wieder weg. Oder ist das Esme? Suchen wir weiter. Hey, guck mal. Hier, aber... Was soll denn das sein, sag mal? Draußen oder was? Aber draußen eigentlich sind denn an den Türen immer die Dinger. Ah, nee, nee, das kann nicht sein. Da ist jetzt wieder der an der Tür, der Quistmarker, aber der zeigt doch. Zeigt doch eindeutig in die andere Richtung. Wie ich auch schon wieder überfordert bin, jetzt diesen scheiß Questmarker zu finden. Doch noch mal hier oben gucken, oder? Also, ich bin ehrlich, ich weiß nicht, wo das sein soll. Das zeigt denn immer hier in die Ecke. Deswegen hatte ich jetzt gedacht, dass das oben ist. Aber guck mal, hier, jetzt ist das hier. Aber ganz ehrlich, wo soll denn das sein? Das Bild ist das auch nicht. Dein Mercers Anwesen nach Hinweisen zu Taras Verbleib durchsuchen. Ja, was soll denn hier sein, Alter? Was ist denn das für ein Fasching? Ist die Quest irgendwie verbuggt oder was ist das hier? Aber jetzt zeigt das wieder dahin. Also ich weiß nicht, wie albern ist denn das? Oder ist hier irgendwo ein Geheimversteck. Hier irgendwo, dass hier irgendwo ein Schalter ist oder so. Das kann natürlich auch sein, der jetzt hier irgendwie eine Geheimtür oder sowas öffnet. Guck mal, hier ist noch ein Groschenbeutel. Aber das ist natürlich jetzt wieder guter Rat teuer. Wo denn der Schalter ist dafür. Das wäre natürlich noch eine plausible Erklärung. Ach, die sind doch immer so gut getarnt, diese Schalter. Da oben ist auch noch irgendwas.
Dieses komische Licht hier, das macht mich auch total fertig. Ah, dieser Duncan ist jetzt auch weg. Der hat bestimmt Angst gekriegt. Mal noch einen Münzstapel. Ich habe hier einige Sachen übersehen. Beim letzten Mal. Tja, ich fürchte fast, da muss ich alleine offscreen gucken, in Ruhe. Weil ich will euch dann jetzt auch nicht mit diesem dämlichen Gesuche hier langweilen. Ich habe zwar gesagt, wir machen die Folge ein bisschen länger, das hat jetzt aber keinen Sinn. Weil das ist jetzt nur dämliches Geglotze hier. Wo eventuell ein Schalter sein könnte, falls es überhaupt einen Schalter gibt. Aber ansonsten macht es ja auch mit dem Questmarker keinen Sinn. Und ja, dann würde ich sagen, ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.